Ahoi. Und Kilian, das ist gemein. Das ist sehr, sehr, sehr gemein. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig fies für deine Mama ist. Richt dir alles Gute von mir aus. Mittlerweile kennt sie mich ja. Wir waren ja einmal da. Wir müssen am Freitag eine Kamera mindestens bei dir abholen. Ich weiß nicht, ob es Christian schon gesagt hat. Ich hoffe, ich kriege es hin, dass ich Schicht tauschen kann am Freitag. Ansonsten müssen wir Samstag sehr, sehr früh vorbeikommen. Oder Freitag sehr, sehr spät. Einen wunderschönen guten Abend, Nix. Hallo, Juli. Und Incredible, meinst du das mit dem, was Kilian erzählt hast, findest du mich noch hübsch? Ich bin nämlich etwas verwirrt. Wir spielen heute wieder Detroit auf jeden Fall mit vielen lustigen Entscheidungen. Ich habe jetzt mal so eine ganz, ganz unauffällige Frage an den Chat. Ich weiß, ich sag immer, wir spielen so, wie es passiert. Aber sollen wir Connor wieder unter die Lebenden holen? Also meinen Fehler revidieren? Oder soll ich so weitermachen, wie es aktuell ist? Ich habe es ja selbst versemmelt, von daher. Tja. Irgendwas wollte ich noch fragen. Okay, Sonny sagt, Entscheidungen sind endgültig. Ja, ich hab's vermasselt. Ich werde ihn vermissen. Er ist so ein toller Charakter und ich habe ihn getötet. Ist es KM? Chris hat mir vorhin erzählt, weil er gerade September in den Chat gepostet hat. Also scheinbar können die, wo jetzt einen Sub geschenkt kriegen, nächsten Monat für nur einen Dollar selber sammeln. Selbst und kein Mitleid. Ist wie bei Backup. Kein Backup, kein Mitleid. Also es war halt einfach blöd. Ich wollte Dinge probieren. Sie sind schief gelaufen. Ja. Ich kenne das Ende schon. Zumindest das Ende mit Connor. Ich bin jetzt mal gespannt, wie mein... Oh. Sternchen. Sternchen wirft Dinge. Tut mir leid, Chris lenkt mich schon wieder ab. Setz dein Headset auf, wenn du mit mir reden willst. Fortfahren. Oh, ich sollte natürlich auch Game drücken dann. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht sollten wir besser nichts verändern. Wow. Sie fragt mich gerade, ob ich sicher bin, dass ich fortfahren will. Wow. Aber ihr habt's gesagt. Wir spielen so weiter, wie es ist. Ich meine, momentan ist echt alles hart am Limit. Und ich bin echt gespannt, was rauskommt. Weil ich erwarte das Schlimmste aktuell. Das Allerschlimmste. Also wirklich das Allerschlimmste. Relativ, ja. Also ich rechne damit, dass wir heute fertig werden. Wenn nicht, machen wir heute fertig. Kann ich mal ein bisschen lauter kriegen? Ich habe das Gefühl, das ist sehr leise. Oh. Ja, wir sind am absoluten Armageddon. Oh, das Haus begrüßt mich noch, es kennt mich noch. Beziehungsweise, bitte nicht spoilern, möchte ich sagen. Gleich mal so vorneweg. Oh, ich muss mich gerade erstmal wieder an die Tastenbelegung gewöhnen. Also, der ein oder andere kennt es noch nicht. Bitte auch keine Fake-Spoiler. Abspielen?
Krankenhaus raus. Ach, er ist gar nicht tot. Dass du die ganze Zeit bei mir warst. Es tut mir wirklich leid. Er ist gar nicht tot. Ich höre auf mit dem ganzen Scheiß. Wow. Es macht mich irre. Es macht mich zu jemandem, den ich hasse. Das heißt, wir haben eigentlich sowas Gutes getan, oder? Wenn er jetzt sogar auch mit dem ganzen Scheißdreck und so aufhört. Ich möchte nur sagen, ich bin stolz, dein Sohn zu sein. Wow. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen glücklich darüber. Ich guck erstmal nach oben. Das Haus hat sich aber ein bisschen verändert, oder? Habe ich nur das Gefühl. Andere Bilder und Zeug? Die kopulierenden Rehe hängen noch. Huch! Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Ich habe ein bisschen Angst. Ich mag Nuspli lieber als Nutella. Ach Gott, Karl. Mit Geräten und allem. Nein, Markus. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Tut mir leid, ich muss mal ganz kurz aufs Spiel achten. Ich bin verstört. Tut mir leid, ich weiß, ich lasse eigentlich euch entscheiden, aber ich bin verstört gewesen gerade. Ich kenne diese Szene nicht. Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Markus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Ich muss mal kurz Chat lesen. Und ihr dürft so lange entscheiden, ob Rat, Entscheidung oder Wut. Welchen Schauspieler? Markus oder Karl? Okay, der Chat ist für Rat. Wir schlagen jetzt sein Rat. Aber was soll ich tun? Karl, stimmt, Kermit ist da nicht da. Heute geht alles gut. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden zwischen Liebe und Hass, zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Markus. Ah, okay. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Ich finde Karl total den lieben Alten irgendwie. Kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Markus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Das stimmt, das Blut hat nicht die gleiche Farbe. Das Problem ist, wenn ich den Namen Bishop lese, denke ich automatisch an Neverwinter Nights 2. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Dieses Spiel. Von wegen, er redet mit niemandem. Bitte nicht jetzt Piep oder so. Kein langes, lautes Piep. Die
Menschen okay. haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und wenn du in den Abgrund blickst, denke immer daran, der Abgrund schaut immer zurück. Unseres Volkes. Oh. Öffentliche Meinung gehasst. Marschiere friedlich in den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen, statt einen Angriff auf die Lager, um den Androiden zu befreien. Demonstration oder Viva la Revolution? Was sagt ihr? Ich meine, was soll jetzt schon zu schief gehen? Wir werden eh gehasst. Viva la Revolution, so wie es aussieht. Das heißt, ihr führt mich jetzt in ein Szenario, das ich nie gesehen habe. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Oh Gott, ich habe so Schiss. Oh, danke für den Hostziff. Oh, ich habe so einen Schiss gerade. Es kann doch echt nur schief gehen, oder? Oh, da hätte ich auch wieder drei verschiedene Möglichkeiten gehabt. Ja, drücke, um Connors Diagramm aufzuzeigen. Schön wär's. Ja, dann auf in die Revolution! Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Ja, würde ich auch machen bei solchen Gegnern. Weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. Das heißt, Karl muss auch seinen hergeben, aber Karls Android kümmert sich um ihn. Um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt an. Ich will gar nicht wissen, für wie viele das was Schlechtes ist, dass sie ihren Androiden hergeben müssen. Darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Bitte! Unruhige Diebstähle. Intelligentes Leben. Viele halten Androiden für eine neue intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Madam President! Beunruhigende Diebstähle. Medizinisches Kobold soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Stimmt. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Madam President! Bitte! Rückrufzentren. Manche sagen, die Lager erinnern an dunkle Kapitel der Geschichte. Ja. Das ist absurd. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Androiden sind keine. In unserem Herzen haben wir jetzt schon 22 Uhr. Oder in einem anderen Land. Zeitumstellung ist doch eher geschafft. Bitte! Öffentliche Meinung war hier irgendwo. Madam President, die Öffentlichkeit scheint den Abweichlern wegen ihres gewalttätigen Verhaltens feindlich gesinnt zu sein. Würden Sie das bitte kommentieren? Die Abweichler haben sich bisher als äußerst brutal erwiesen. Sie haben gezeigt, was tut mir so leid. Für die Gesellschaft darstellen, und ich bin fest entschlossen, sie alle auszuschalten. Ich finde die Androiden auch so toll. Und ich mag auch echt die friedliche Variante. Wir arbeiten sehr eng mit CyberLife zusammen, um alle Abweichler zu neutralisieren. Ich werde dazu keine weiteren Kommentare abgeben, bis wir die Androidenfrage gelöst haben. Danke. Das wäre alles. Wo sind wir jetzt mit wem? Aha, scheiße. Oh. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Wir müssen uns beeilen. Das wird so scheiße. Mir fällt gerade was auf. Alles in Ordnung? Mir ist so krass. Also ein Grund für mich, eine Playstation zu haben, Soli.
Ich kann die Kleine doch nicht einfach ausschalten. Ach Moment, ich hätte euch entscheiden lassen sollen, Verzeihung. Falsche Taste. Oh, hi. Nicht cool. Nicht so cool. Oh, vor allem, ich muss ein bisschen auf meine Zeit achten, oder? Oh, ich habe ja nur 10 Minuten. Nein, 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 lass das Ding liegen. Naja, vielleicht ist es gut, das ist vielleicht doch nicht. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Genau, versteckt euch. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche. Naja, so in Japan gibt es wirklich solche Androiden mittlerweile schon. Nicht ganz so, aber solche. Demnächst soll wohl ein Doku auf Arte rauskommen. Niedriges Risiko, dann laufen wir. Oh Gott. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, ich bin ja vorsichtig. Na los, Bewegung! Aber drei Leute können so auffallen, ne? Wir müssen halt echt schnell sein, ne? Sind überall. Sie hat recht, Alice. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten. Jerrys retten oder einfach weitergehen? Was sagt ihr? Jerrys retten? Jerrys nicht retten. Oh, jetzt fängt der Chat an, sich zu spalten. Ich bin gespannt, was noch kommt. Hast du gerade gesagt, Jerrys nicht retten? Nein, damit sage ich, bei ohne Jerrys kein Ben und Jerrys. Ach so. Ich bin mal so lieb und versuche, sie zu retten. Okay. Ich gehe, du wartest hier. Nein, bleib bei Alice. Oh, ich hab scheiße Angst. Ich hab einfach nur gerade scheiße Angst. Weil ich weiß, was passiert, wenn ich's vermassel. Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Wie soll ich denn eine Waffe finden? Ich sehe nichts. Ah! So schnell. Ganz langsam. Kara, du hast uns gerettet. Ach du heilige Scheiße. Mein Herz. Mein armes Herz. Es geht dir gut, sie hat sich versteckt. Los, bevor sie dich sehen. Ich finde das halt immer so geil, wie sie zu zweit als du bezeichnet werden. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Lass mich einfach durch.
Komm schon. Komm schon. Ist noch was anderes, wo ich... Hallo? Hallo, Ren? Weil alle anderen da gerade liegen lassen, ne? Komm schon, komm schon. Lass die aber nicht auffallen. Ich meine, der Schnee macht doch Geräusche. Wir sind nicht gestorben, Soli. Wir haben ihn überlebt. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Wähle einen Weg. 11 Minuten. 2 Minuten. Wir haben keine 11 Minuten, wir müssen den riskanten Weg gehen. Wir haben nur noch 9 Minuten. Frage. Vertraut ihr mir, dass ich selber vermassel? Oder soll ich euch mit vermasseln lassen? Stimmt, Fußspuren wären auch noch da. Stimmt, die atmen in den Helmen, das hören sie nicht. Soli vertraut mir. Gut, ihr vertraut mir, dass ich es kaputt mache. Gut. Gut, dann mache ich das ganz kurz. Ich fahre keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ich meine, wir haben ja eh schon alles vermasselt, was wir können, ne? Papiere haben wir gekriegt. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Entschuldigung für Alice. Ich habe bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Erahnt etwas. Ruhig bleiben. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Krank. Sie ist krank. Die Grippe. Sie muss schnell nach Hause. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Scheitert er das ganz... Er weiß es, Kara. Nichts tun. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schießen. Sie werden Alice töten. Immer noch nichts tun. Du hast was verloren. Oh, wie lieb. Och, wie süß. Ach, sie laufen alleine. Oh Gott. Am 11. November 2000. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen will. Wir hören jetzt auf. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Oh, öffentliche Meinung noch weiter runtergegangen. Uff. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß sowas nicht, was auf mich zukommt. Das ist so scheiße gerade. Oh, ich kann übrigens gerade nichts machen außer laufen. Ich sehe nichts. Oh, Spiel, ich hasse dich.
Scheiße. Ich hasse QTEs. Einen Schuss haben wir schon mal abbekommen. Ja, ich bin weinerlich, weil ich nicht weiß, was ich tue. Lass mich weinerlich sein. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Nur für Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf weiteres. Das finde ich nicht nett, dass alle Abfahrten ausgesetzt sind. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Der Unterschied zu sonst ist, dass ich. Keine Ahnung. Dass ich sonst nicht so müde bin. Ich glaube, Oliver mag dich. Das Kind schläft! Was hat süße Katzenöhrchen? Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Sicherheitskontrolle. Bitte Stillheit. Ich weiß nicht, mein Herz geht auch gerade so absolut wum 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 wum. Adult-Ticket. Sicherheitskontrolle. Bitte still. Oder, da tippt einer mit dem Handy. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. So nette Ausdrucksweise. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Tickets zurückgeben oder Tickets behalten? Ich bin auf eure Antwort gespannt, wie sozial oder asozial ihr seid. Das hat jetzt ein bisschen arg böse geklungen, ne? Ist Killian der Einzige, der die Tickets zurückgeben möchte? Killian, guck mal, wie gemein die anderen sind. Die sagen alle, ich soll es behalten. Nein. Tut mir leid, Killian. Ich muss entscheiden, wie der Chat entscheidet. Wir können nicht hier bleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Ich frage euch jetzt nochmal, wir haben nochmal die Entscheidung. Tickets zurückgeben oder Tickets behalten? Wir haben gerade einen Krieg angezettelt, einen Krieg, der von Androiden angeht. Und die wollen eigentlich nur vor dem Krieg fliehen. Gut, wir wollen auch vor dem Krieg fliehen, aber behalten oder zurückgeben? So, jetzt sieht es, glaube ich, im Chat schon ein bisschen anders aus, weil sich mehr Leute einmischen. Ragnar sagt zurückgeben. Kirito sagt zurückgeben. Also, Moment. Kirito. Chris. Soli. Jan. Kari. Kirito. Und Killian. Das heißt, wir sind bei zurückgeben jetzt im Chat. Es tut mir leid. Das lag auf dem Boden. Oh. Danke, danke. Vielen Dank. Sie haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Wir finden einen Jetzt ging Alice nach oben. Jetzt seht ihr, warum es gewartet hat erstmal mit der Entscheidung. Aber was machen wir jetzt? Finde einen anderen Weg, um zu gehen. Bitte Stillheit.
Ach, verdammt. Danke. Sehen wir hier irgendwas mit? Nee, ne? Mein Mädchen, du. Was? Was? Was zur Hölle? Oh, meine heilige Scheiße! Nein! Konfrontieren. Uns auszuliefern bringt ihnen rein gar nichts. Sie wissen das. Sie haben Probleme. Und das hat nichts mit uns zu tun. Tun Sie das nicht, Todd. Tut mir leid, dass ich gerade ohne euch entscheide. Deine Geschichte. Als ihre Frau sie verließ. Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe gerade das Bedürfnis. Sie konnten das nicht ertragen. Und kauften sich einen Androiden. Ach, er hat die Kleine gekauft, weil die... Das heißt, er hatte ein richtiges Kind und hat die... Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Das heißt, er hat sie gar nicht so... Ich habe es nochmal versaut. Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich hab mich geirrt. Oh mein Gott. Wow. Ich war jetzt aber super überrascht, den gerade hier zu sehen. Viel Glück. Wow. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Sie soll selbst entscheiden. Einen wunderschönen Abend, Spiele Egel. Es tut mir leid, dass ich euch gerade nicht mitentscheiden habe lassen. Tut mir, auch wenn er so ein Arschloch war, tut mir jetzt gerade irgendwie voll leid. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Oh, da drüben ist noch was. Schwarzmarkt für Karten vielleicht? Bitte stillhalten. Genau, Alice hat sein Ticket geklaut. Ach, ein Magazin. Bürgerkrieg in Detroit. UN waren vor Drittem Weltkrieg. Gewalttätige Transition zwischen die Androiden in den Straßen Detroits bieten ein apokalyptisches Bild. Die Stadt steht schon unter dem Bann des nationalen Produktrückrufs, bei dem Androiden aus Privatwohnungen und Unternehmen vorsorglich zerstört werden sollen. Doch eine Gruppe Androiden, die mit jüngsten Terroraktivitäten der Androiden in Verbindung gebracht wird, hat in einer furchtbaren Machtdemonstration eins der Demontagezentren angegriffen. Ohne Rücksicht auf das Leben der Bürger haben die Androiden sich bewaffnet und auf belebten Straßen das Feuer eröffnet. Die Behörden waren gezwungen zu reagieren, um die Schäden zu minimieren und den Tod Unschuldiger zu verhindern. Die Militärpräsenz vor Ort soll durch Bundesagenten und Polizeibeamten verstärkt werden. Doch die Situation bleibt höchst angespannt. Präsidentin Warren soll die Situation aus dem Weißen Haus verfolgen. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir informieren sie live. Es ist nicht mein erster Durchgang, aber ich habe den Chat entscheiden lassen und unser Feed ist lost. Also, momentan kenne ich vieles, was passiert, nicht, weil der Chat einfach so anders entschieden hat, als ich entschieden habe.
Das heißt, ich stehe. Also teilweise der Chat kennt das auch noch nicht. Ich stehe teilweise wirklich mit so einem WTF-Gesicht hier. Und einem bei einem bin ich auch im Grab. Und da hinten ging es irgendwie weiter, ne? Hier. Sicherheitskontrolle. Oh oh. Oh, oh. Ja, natürlich. Ach du heilige Scheiße. Papiere? Scheiße! Nein! Die Situation in Detroit steht beinahe vor einem Bürgerkrieg. Die haben die uns gerade erschossen? Niederzuschlagen. Sie scheinen zu den Lagern zu wollen, wo internierte... Nicht ernsthaft, hey! Soldaten haben am Hartplaza-Lager Position bezogen. Wir haben es nicht so weit gebracht, um erschossen zu werden. Ich bin schockiert. Freiheit oder Tod? Freiheit oder Tod? Ich habe ja keine andere Wahl. So. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Sie formieren sich. Sie sind mehr glaube als ich. Und haben bessere Waffen. Wir müssen sie schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen und wir werden alle sterben. Pass auf, Marcus, unser Volk braucht dich. L1. Aua! Gib den Truppen Befehle. Wie soll ich den Truppen Befehle geben? Feuer! Du Leute, ich bin so sozial und rette meine Leute. Sieht allerdings nicht mehr sehr rettbar aus. Diesmal kannst du mich nicht retten, Marcus. Das Blut, das wir vergießen. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Tote am Ende, oder? Für immer in unseren Händen. Ach du heilige Scheiß. Ich bin gerade einfach nur verstört. Ich muss wirklich sagen, in meinem privaten Spieldurchlauf hatte ich keine Tote. Doch einen Toten. Connor. Oh, nein, Scheiße! Okay. Hä? Hä? Wahrscheinlich war das das Falsche. Ich habe ihn bestimmt auf dem Gewissen. Kann ich irgendwo Befehle geben wieder? Gebt mir Deckung!
Ich habe so viele Leute auf dem Gewissen. Stimmt, Carlos ist am Leben geblieben diesmal. Stimmt, Karl hatte ich auch in meinem ersten Spieldurchlauf auf dem Gewissen. Habe ich gesehen, dass wir hohe Verluste haben. Nein! Ich werde alle auf dem Gewissen haben. Es tut mir so leid, jetzt schon. Stimmt, der Chat hat so viele Leben auf dem Gewissen. Selbst Jan hat das mitbekommen. Auf mein Signal. Bereithalten. Moment, nee. Wahrscheinlich Erdeckungsfeuer. Wohin Deckungsfeuer? Hallo, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bereithalten. Wofür bereithalten? Wann bereithalten? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Spiel, gib mir Infos. Ich fühle mich etwas hilflos auf dem Boden. Ah, da ist noch was. Ja, dann. Ich habe wohl was richtig gemacht. Wir können nicht vorwärts. Das Maschinengewehr mäht alles nieder, was sich bewegt. Wir müssen das Maschinengewehr wohl ausschalten. Nee, Moment, die sollen anstürmen. Weil die sind die, wo am nächsten sind. Anstürmen. Und die sollen auch nochmal Deckungsfeuer geben. Oh, die sind mir wohl... Wuh! Gott, ich hab's abgeschossen. Tut mir leid, Tama ist halt gerade ein bisschen im Panikmodus. Kann mir niemand ver... Konzentrieren. Ich muss mich jetzt ganz, ganz doll konzentrieren. Ja. Klar. Schieß doch gleich mit Kanonen auf Spatzen. Kann jemand keinen Kopfschmerz haben mehr? Er ist ja ein Androide. Bin ich schnell genug? Mach alles kaputt. Meine Leute sind eigentlich kaputt. Feuerwerk, so kann man es natürlich auch sehen. Wir haben es geschafft, Marcus. Aber die Menschen haben halt Angst vor uns, ne? Haben wir wirklich gewonnen? Das hier
Es ist der Beginn eines Krieges. Und gerade erreichen uns beunruhigende Nachrichten aus Detroit. Was ist los, Joss? Ja, Michael. Die Behörden haben soeben verkündet, dass das Hardplaza-Lager in die Hände der Rebellen gefallen ist. Nach äußerst gewalttätigen Kämpfen. Die Abweichler sollen angeblich die Androiden aus dem Lager befreien. Wenn diese Berichte bestätigt werden, könnten die Konsequenzen katastrophal werden. Ja, könnten tatsächlich katastrophal werden. Wir sind Zeuge eines Exodus. Es heißt, dass der Kampf in Detroit beendet ist. Die Streitkräfte ziehen... Ich habe gerade Gänsehaut, Leute. ...warten auf Verstärkung. Die Stadt Detroit ist in den Händen der Rebellen. Heute Morgen am 11. November 2038 wurde das Androidenlager Nummer 5 in Detroit von Tausenden von Abweichlern... Waren wir wirklich so viele? Unsere Streitkräfte kämpften zwar tapfer, doch aufgrund der enormen Brutalität des Angriffs waren sie nach schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen. Im ganzen Land kommt es zu offenen Kämpfen gegen die Androidenrebellion. In den kommenden Stunden werde ich vor den Senat treten und eine Krisensitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einberufen. Der Menschheit steht jetzt der mit Abstand mein armes Herzchen gerade gesamten Geschichte bevor. Ein Kampf, der zu unserem Sieg führen wird oder zu unserer Vernichtung. Ich wollte gerade sagen, sie muss ja sagen, dass sie siegen. Und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz. Woher kommen die ganzen Androiden? Achso, aus den Konzentrationslagern. Abbaulagern. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe Verzeihung. Und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute... Ja, wenn man den Part gespielt hat, wo man drin ist, dann passt es sehr, sehr gut. Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Ich glaube, so viel darf ich spoilern. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man mit Alice und Dingens in einem dieser Lager landet. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die deswegen war ich gerade so geschockt darüber, dass die einfach an Ort und Stelle erschossen worden sind. Ist ein unvergesslicher Tag, denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Vor allem vor all den Leuten. Und jetzt sind wir frei. Aber allein schon bitter genug, dass nur noch sie mit ihm zusammen da oben steht. Ich hatte bei meinem Spieldurchlauf alle da oben stehen. Tja, Leute, wir haben alles gegen die Wand gefahren. Wow. Ah. Wow, also dieses Spiel ist einfach nur der Wahnsinn. Es tut mir leid, ich kann einfach nur eine 10 von 10 geben. Eigentlich eine 11 von 10. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, es ist so gut gemacht. Du hast zwar keine Open World in dem Sinne. Genau, habt ihr gut gespielt. Ja, ein trainierter Soldat kann auch nicht mit einem Androiden gleichgesetzt worden. Wobei viele Androiden waren einfach nur Haushaltsandroiden. Und halt keine Kampfandroiden. Musik ist gut gemacht. Es ist einfach gut, dieses Spiel. Wenn du was sagen möchtest, setz dein Headset auf. Oder schreib's im Chat. Wir hatten ja auch Heavy Rain auf dem Channel. Aber
Detroit ist dagegen nochmal... jetzt spritze ich mich nass. Ist dagegen einfach absoluter Mindfuck, was Entscheidungen angeht. Ich meine, Heavy Rain ist schon Mindfuck. Beyond Two Souls war auch irgendwo Mindfuck. Aber das da ist ein Meisterwerk eines Spiels, meiner Meinung nach. Ja, stimmt, sie haben allgemein erhöhte Stärke. Kein Rückstoß und Schmerzen, bist du einem Menschensoldaten schon überlegen. Ja, du hast recht. Ich bin mir übrigens nie sicher, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Möchtest du mir einen Tipp geben? Sonst nenne ich dich ab heute nur noch Nie. Nichan. Ja, ein Meisterwerk des Mindfucks. Ich sage auch heute so viele komische Worte auf diesem Kanal. Stimmt, jedes Spiel macht Open World derzeit. Ich meine, in manchen Spielen passt das Open World, in manchen Spielen ist es gut. In manchen Spielen ist es blöd, weil du einfach nur mal weißt, wo du hin sollst. Aber ich finde, die Story leitet dich hier so richtig schön. Du brauchst keine komplette Welt hier, in der du rumrennen musst. Es reicht wirklich diese Kapitelparts. Es ist einfach so Hammer, was es da alles in diesem Spiel gibt. Einen wunderschönen guten Abend, Verbitter. Du kommst rechtzeitig, um gleich wieder Chris zu sehen. Ein Lächeln kann die Welt einer Person komplett verändern. Vor allem, wenn du als Überraschung heimlich in der Dämmerung auf der Rückbank eines Autos gewartet hast. Das heißt, ich darf dich Nichan nennen. Was ist los? Nee, ist normal, die Musik. Okay, keine Ahnung, ich habe auf den Chat geachtet. Ernsthaft, was ist dir denn am liebsten, wie man dich nennt? Durch die vielen großen und kleinen Buchstaben ist man sich halt ein bisschen unsicher, wie man es sprechen soll. Also so geht's mir zumindest. Und ich würde schon Leute gerne richtig ansprechen können, auch wenn es bei Adcor ein paar Monate gedauert hat, bis ich den Namen ausgesprochen habe. Es tut mir bis heute auch leid. Ein bisschen. Ihr wisst ja, wir gucken immer ganz brav das Zeug an, was läuft. Ich glaube, das war das falsche Arthur. Vor allem steht da noch nicht mal Arthur drin. Habe ich das gesagt? Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich sage. Hallo Tobi, du kommst genau rechtzeitig für Chris gleich. Du hast verpasst, wie wir alles in Detroit glorreich gegen die Wand gefahren haben. Also, Connor ist tot. Luther ist tot. Alice ist tot. Wie hieß sie nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen gerade. Alle tot bis auf Karl. Also, alle tot außer Karl, Markus und seine Tussi. Alles andere ist tot. Ach ja, stimmt. Und der Besitzer von der, dessen Namen ich vergessen habe, der lebt auch noch. Kara, danke, genau. Also Todd lebt auch noch. Oh, Mara, passt ja. Dann sind wir Tama und Mara. Vielleicht kann ich mir das sogar merken. Du musst öfters herkommen, dann kann ich mir das gut merken. Und gemeinsam sind wir auch dann vollständig. Tamara. Es tut mir leid, ich bin heute einfach blöde. Das stimmt, und Karls Sohn lebt auch noch. Und jetzt sag mir nicht, dass du auch Tamara heißt. Nein, Jan.
Hier sind wir Mara, wenn dann, nicht Mare. Mare ist unsere Tochter. Wir sind ernsthaft dieses Spiel. Und jetzt guckt ihr ganz lieb alle Chris an, damit er für euch die gescheite Version spielt mit einem Happy End. Du heißt wirklich jetzt einfach sowieso. Nur Mara. Okay. Also gut, jetzt nicht, aber bei Zeiten mal. Nee, das ist ja mein echter Name, Tamara. Das ist ja kein Internetname, sondern der ist echt. Hin und wieder mal ist der Kermit auch out of order. Aber Tobi, mach mir mal den Gefallen. Schelt ihn dafür, dass er nicht da ist. Und er hat die ganze... Stimmt, er hat gesagt, jetzt ist Connor tot, jetzt guckt er nicht mehr zu. Ich glaube, er hat das ernst gemeint. Ich fürchte, er hat das wirklich ernst gemeint, dass er nicht mehr zuguckt, wenn Connor jetzt tot ist. Genau, mehrere. Es wäre wirklich was gewesen, Nide. Mehrere Andres, mehrere Chris und noch mehrere Tamaras. Und mehrere Stefans haben wir ja auch. Der Entchen heißt ja auch Stefan. Anscheinend gibt es jetzt auch noch mehrere Jans. Ragnoran, heißt du zufällig Jan? Genau, seid ihr wirklich nicht alle Androiden? Ist hinter eurem Namen noch ein Code? Bei mir leuchtet nichts, ich habe keine Zahl an mir stehen. Ne, keine Zahlen? Genau, wer ist eigentlich Jan? Ne, also meine Mutter hat mir das so erklärt. Wenn ich ein Junge geworden wäre, hätte ich Kevin geheißen, weil sie nicht wollte, dass ich Peter heiße. Und da ich ein Mädchen geworden bin, hat sie versucht, einen Namen zu nehmen, der noch nicht in der Verwandt- oder Bekanntschaft vorkommt. Und dann ist das Tamara geworden. Weißt du, er guckt Ragnoran so lange zu. Oh. Gut, dass wir jetzt deinen Namen kennen, Ragnor. Dabei bist du schon so lange mit dabei. Ein Kumpel von dir hat ein gewisses Organ seiner Freundin auf den Namen Tamara getauft. Sind das zwei gute Argumente, Tobi? Ich könnte mir das zwar so vorstellen. Die linke Hälfte ist Ta, die rechte Hälfte ist Ma. Aber wo bleibt das Ra? Tut mir leid. Entschuldigung. Der Hintern! Dann gibt es immer noch nur Ta und Ma. Der Bauch. Der Bauch, das wird zu. Oder es ist der Bauch, weil der ist weiter unten auf derselben Seite. Tut mir leid, mich interessiert das wirklich gerade. Das Ra sitzt tief. Oh. Wow. Wir bleiben auch gerne bei Ragnar, dann ist das weniger Verwirrung. Ja, was? Tobi, was? Nicht ernsthaft. Warum? Die Argumente heißen Hera und Kleopatra. Oh Mann. Dein Freund hat schon so ein bisschen was an der Klatsche, oder? Ich meine, wer gibt... Nein, vergiss es. Vergiss es. Wir haben ja auch alle was an der Klatsche. Ich bin nur gerade sehr verstört. Könnte aber auch an unserem Spielende liegen. Ich muss mal wieder Haare färben. Mindestens vor nächste Woche.
Stimmt, wie besoffen muss man für so eine Idee sein? Das finde ich auch eine sehr gute Frage. Wie besoffen war er? Oder wie oft trinkt er? Dann stell die Frage, wie heißt der Freund? Oder wie heißt dein Freund? Oh, wir haben Schwarzbild. Und Gesamtpunkte. Befreiung. Ich fand nicht, dass das eine Befreiung war. Ich fühle mich ziemlich... Ja, Angriff war erfolgreich. Das ist meine Geschichte. Nein. Noch ein Stefan, das erklärt... Moment, ich nehme diesen Satz zurück. Wir fahren fort. Oh, guck mal, wie traurig. Achso, wir haben ja bei letztes Mal noch gesagt, wir sind keine Freunde, ne? Ich muss Ihnen etwas sagen. Ja. Als ich Ihnen zugesehen habe, ja, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an... Erschießt sie mich gleich? Als wäre ich jemand... Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? So. Die letzte Entscheidung für euch des heutigen Abends. Es zählt nur, was im Chat steht. Lassen wir sie gehen? Ja oder nein? Ich starre auf den Chat. I watching you. Dreimal ja, einmal nein. Einmal ein verbitterter, böser Smiley. Einmal ein vielleicht. Es war mir klar, dass Killian nein schreibt. Aber Killian, du siehst schon. Drei ja da oben. Oh, hallo. Hallo, Play Night. Hallo. Hallo. Chris tut mich irgendwie anschreien, ich soll ja drücken. So, 1, 2, 3, ja. 4, ja. Nee, Moment, Soli hat zweimal ja geschrieben. 1, 2. Es sind mehr Neins. Dann bleibt's wohl. Ich verstehe. Sie muss ja noch bleiben, um Chris zuzugucken. Starte ich ein Reset, um zu vergessen, wer ich jetzt bin und bleibe eine Maschine. Oh, das habe ich übrigens auch nicht gesehen bisher. Darf ich euch spoilern, was passiert, wenn man ja schreibt? Eingibt? Das machen wir jetzt noch, dann lasse ich euch wieder zu Chris. Wie geht's dir denn, Playnight? Achso, Moment, er lurkt ja. Ich glaube nicht, dass er aktives Lurken macht. Mara, also es ist wie Mara geschrieben hat, wenn man auf ja geht, dann ist sie weg. Dann ist dieses Bild einfach grau. Und sie bleibt dann auch weg. Ich meine, der Hintergrund ist auch sehr schön, aber sie ist so traurig. Nicht traurig sein, meine Hübsche. Sie hat so ein Smallface. Vor allem die Lippen. Absolut die Schmolllippen. Ich könnte sie, glaube ich, stundenlang gerade beobachten. Wir beobachten sie jetzt einfach mal stumm. Man, guckt euch das an. Ich will euch auch nicht gehen lassen, aber ich muss. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ein bisschen an Elsa aus Frozen. Die Haare ein bisschen heller noch. Geflochtener Zopf. Wird schon passen. Oh, Killian, du bist so gemein. Stimmt, sie könnte mit ihrer Freiheit sicher nicht umgehen.
Ich kann mal schnell das Spiel ausmachen und anmachen. Ihr meint, dann hat sie ein Reset gemacht. Ich höre mal auf Hide. Wenn ich jetzt Let It Go singe, dann ist gleich niemand mehr im Chat. Dann habe ich alle Zuschauer für Chris vertrieben. Bin gespannt, was gleich passiert. Wenn Hide sagt, ich muss mal kurz das Spiel neu starten, dann müssen wir das tun. Erzählen wir nochmal schön, wer alles daran entwickelt hat. Nein, Ragnar. Nein. Ganz bestimmt nicht. Irgendwann an einem Karaoke-Abend mal, aber so nein. Hallo, willkommen beim Detroit-Spielerlebnis. Ich bin ein Android. Ja, ich glaube, sie hat einen Reset gemacht. Weil sie lächelt wieder. Hallo, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja. Was möchten Sie heute machen? Sie guckt ein bisschen kritisch. Ich glaube, wir lassen jetzt aber Chris wirklich. Es hat ja eh nicht so ganz geklappt. Ich mach mal den hier, weil dann können wir trocken. Dann seht ihr das Chaos in groß. Also, der Reset passiert wirklich. Sie ist immer noch da und guckt mich ganz kritisch an. Sie ahnt was. Sie ahnt bestimmt irgendwas. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den wunderschönen Abend wieder mit euch. Und das Chaos, das wir angestellt haben zusammen. Wir sehen uns Dienstag wieder, weil Dienstag kommt Dragon Quest raus. Nee, Hermes braucht das nicht bringen, ich habe das digital bestellt. Also wir brauchen da noch nicht warten, ich habe es nämlich schon digital gekauft. Es muss nur geupdatet werden. Ich muss also Chris vorher sagen, update mir das Spiel oder stirb. Weil ich ja erst aus der Spätschicht heimkomme. Nein, er soll natürlich nicht sterben. Ich will ihn noch viele Jahre haben. Dann. Bis dann. Genießt die Musik noch. Viertelstunde, Chris, geht weiter.